Moin! In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Königsgeschlecht der Salier und mit dem sogenannten Investiturstreit. Viel Spaß! Im Jahr 1024 war das Königsgeschlecht von Otto I. mit dem Tod Heinrichs II. Ausgestorben. Einige Wochen nach seinem Tod wählten die Fürsten dann Konrad II. Auf den Thron. Konrad stammte aus dem Geschlecht der fränkischen Salier und seine Nachkommen sollten die nächsten 100 Jahre über das Heilige Römische Reich herrschen und auch in den Investiturstreit verwickelt werden. Aber fangen wir von vorne an. Konrad II. War ein sehr erfolgreicher König. Das lag daran, dass Konrad, nicht wie seine Vorgänger, wieder eng mit den geistlichen und weltlichen Fürsten zusammenarbeitete. Bereits im Jahr 1027 wurde er in Rom zum Kaiser gekrönt, also 3 Jahre nach Beginn seiner Herrschaft. Sein Ansehen konnte der Kaiser im Jahr 1033 noch steigern, als es ihm gelang, das Königreich Burgund in das Heilige Römische Reich einzugliedern. Konrad II. Starb im Jahr 1039. Sein Sohn Heinrich III. Wurde sein Nachfolger. Heinrich III. Betonte aber wieder besonders die göttliche Würde, die mit seiner Herrschaft einherging. Das bedeutete auch, dass Heinrich wie selbstverständlich Bischöfe und Erzbischöfe bestimmte und sogar einen Papst einsetzte. Im Gegenzug krönte dieser Papst dann Heinrich III. Zum Kaiser. Heinrich III. War auf dem Höhepunkt seiner Macht, jedoch kam es nun zu einem Problem. In den letzten 50 Jahren hatte sich eine kirchliche Reformbewegung gebildet, die sich für eine von allen weltlichen Einflüssen befreite Kirche einsetzte. Anfangs hatte auch Heinrich III. Diese Reformbewegung unterstützt, jedoch richtete sich deren Kritik an der Investitur durch Laien, also der Einsetzung von Bischöfen durch jemanden, der kein geistliches Amt innehat, und dem Ämterkauf, der sogenannten Simonie, zunehmend auch gegen den König. Gleichzeitig hatte sich Heinrich III. Nach Meinung seiner Zeitgenossen eine besondere Distanz zu seinen Untertanen aufgebaut und regierte sehr autokratisch, weshalb im Reich viele Konflikte ausbrachen. Es war also ordentlich am Brodeln im Reich, ehe Heinrich III. Im Jahr 1056 dann starb. Sein Sohn Heinrich IV. Sollte übernehmen. Heinrich IV. Übernahm neben der Königswürde auch den autokratischen Regierungsstil seines Vaters. Er wollte die königliche Zentralgewalt wiederherstellen und versuchte deshalb, durch den Bau vieler Burgen seine Macht zu erneuern. Dadurch kam es jedoch zum sogenannten Sachsenkrieg. Die Sachsen fühlten sich durch den Burgenbau nämlich unterdrückt und der Krieg dauerte bis 1075 an. Heinrich IV. Gewann zwar, jedoch waren die Reichsfürsten Heinrich nun sehr abgetan. Genau zu diesem Zeitpunkt kam noch etwas weiteres hinzu. Heinrich IV. Geriet in einen Konflikt mit dem Papst. Heinrichs Gegenspieler, Papst Gregor VII., war einer der überzeugten Reformer, der die Kirche von weltlichen Einflüssen befreien wollte. Die Frage nach der Investitur des Erzbischofs von Mailand schaukelte sich im Jahr 1075 derartig hoch, dass schließlich darüber gestritten wurde, wer die höchste Autorität auf Erden sei, der Papst oder der König. Im Jahr 1076 wurde Heinrich IV. Schließlich vom Papst exkommuniziert, also aus der Kirche ausgestoßen. Das führte dazu, dass sich die Position Heinrichs im Reich schnell verschlechterte, zumal die Fürsten ihm ja nicht so wohlgesonnen waren. Also machte sich Heinrich im Winter auf zu seinem berühmten Gang nach Canossa. Dort erschien Heinrich im Büßergewand vor dem Papst und zwang diesen damit, den Kirchenbann wieder zu lösen. Währenddessen wurde von einigen Reichsfürsten im Norden jedoch bereits ein neuer König, Rudolf von Rheinfelden, eingesetzt, sodass Heinrich sich nun gegen einen neuen König, gegen den Papst und gegen die Anhänger der Kirchenreform behaupten musste. Von einem Gegenpapst hatte Heinrich IV. Übrigens 1084 noch die Kaiserkrone bekommen. Nach dem Tod von Papst Gregor VII. Im Jahr 1085 wurde der Konflikt jedoch erst zum eigentlichen Investiturstreit. Durfte der König tatsächlich als Laie Bischöfe mit den Symbolen Ring und Stab in ihre Ämter einsetzen? In England und in Frankreich wurde diese Frage relativ schnell geregelt, im Heiligen Römischen Reich jedoch nicht. Die Krise war so schwerwiegend, dass schließlich Heinrich IV. Durch seinen Sohn Heinrich V. abgesetzt wurde, der 1106 zum neuen König wurde. Seine Regentschaft war natürlich davon geprägt, eine Lösung für den Investiturstreit zu finden. Zwar war im Jahr 1111 eine Einigung zum Greifen nah,
Jedoch waren damit die geistlichen Fürsten überhaupt nicht einverstanden, die mit dieser Einigung nämlich ihren gesamten weltlichen Besitz und Einfluss verloren hätten. In der Folge verschlechterte sich auch das Verhältnis Heinrichs zu den weltlichen Fürsten, die nun selbst mit dem Papst eine Lösung des Investiturstreits aushandeln sollten. Das Ende des Investiturstreits bildete das Wormser Konkordat von 1122. Dieses Konkordat legte fest, dass der Kaiser auf die Investitur mit Ring und Stab verzichten würde und der Kirche freie Wahl gewährleisten würde und im Gegenzug dieser Gewählte vom Kaiser durch ein Zepterlehen die Regalien erhalten sollte. Das bedeutet, der Kaiser gab den gewählten geistlichen Fürsten als Lehen die Hoheitsrechte über ein bestimmtes Gebiet, war jedoch bei der Investitur der Bischöfe nicht beteiligt. Dadurch wurde der König natürlich geschwächt und das autokratische Königtum erschien immer offensichtlicher als nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen spielten auch die Herzöge und Bischöfe wichtige Rollen innerhalb des Reiches, sodass Heinrich V. zum Ende seiner Herrschaft wieder enger mit den Fürsten zusammenarbeitete. Im Jahr 1125 endete jedoch die Königsherrschaft der Salier mit dem Tod von Heinrich V., der keine Kinder hinterließ. Knapp 25 Jahre nach der Herrschaft der Salier sollte mit Friedrich Barbarossa die Herrschaftszeit der Staufer beginnen. Mit denen haben wir uns schon im hier links eingeblendeten Video beschäftigt. Ansonsten lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und schaut noch gerne auf unserem Instagram oder in der Videobeschreibung vorbei. Und dann war's das von unserer Seite. Tschö!